Künstlername ist Stella Löninger, ein perfektes Anagramm für Lena Stöllinger. Und ich male seit 2018, bin in Salzburg gelandet wegen meinem Studium der Soziologie und habe dann gemerkt während des Studiums, dass ich die Kunst vermisse, da ich in die HBLA für Kunst gegangen bin und maturiert habe. Und habe dann angefangen, mir Acryltechniken selber beizubringen. Und bin einfach fasziniert von Wasser und Meerjungfrauen. Das hat mit meiner Kindheit zu tun, weil ich da einfach viel davon mitbekommen habe. Aus Gmunden komme, wo die Nixe vom Laudachsee, diese Sagen einfach existieren und mir als Kind sehr erzählt wurden von meinem Opa. Das hat mich immer begleitet und ich mochte Meerjungfrauen schon immer. Ariel war mein Lieblingsfilm. Und ich dachte mir, ja, wieso eigentlich nicht? Warum sollte ich Salzburg malen? Ich kann ja auch Meerjungfrauen malen. Und das habe ich dann gemacht und sehne mich oft nach dem Meer, besonders während Corona. Und mache deswegen auch viele Bilder mit Wasser drauf. Ich male bei mir zu Hause und habe vor, irgendwann mal eine Galerie in Salzburg zu öffnen. Das ist noch ein weiter Weg, aber ich glaube, dass besonders junge Künstler und Künstlerinnen in Salzburg eine Plattform brauchen und Unterstützung brauchen, um Fuß zu fassen in der Szene. Es ist gar nicht so einfach und ich bin am Weg und schauen wir mal, wo die Reise hingeht.